Yo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier im Dschungel bei Green Hell. Und wir gehen rein in Tag 36. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like, ein Kommi und ein Abo dalasst. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und let's go! So, Freunde, da sind wir wieder. Wie schauen unsere Werte aus? Einwandfrei. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt schlafen gehen, wie spät ist das? 17.13 Uhr. Leute, ich würde sagen, wir nehmen uns die Angel alles mit, ne? Und wir packen langsam unsere Sachen, würde ich sagen. Und machen uns dann, wenn es hell wird, am morgigen Tag quasi auf den Weg zur Höhle. Und dazu würde ich mir jetzt auch erstmal Platz hier im Rucksack machen, ne? Okay, dann brauchen wir erstmal nicht. Wir haben 5 Pfeile noch am Start. Alter, das erschreckt mich nicht so. So, genau. Wir haben, also hier unsere Werkzeuge, ne? Und den Bogen haben wir mit. Die Angel nehmen wir mit. Die Obsidian-Klinge, ja, nehmen wir auch mit. Und die Machete natürlich. Gut, das Knochenmesser. Brauchen wir das? Ich glaube nicht. Tätigen. Umso mehr Platz, umso besser, ne? Die Pilze snacken wir mal so jetzt hier. Das Mausefleisch werden wir uns noch zurecht machen. Räumen wir mal den Rucksack jetzt noch ein bisschen auf. Dann würde ich sagen, machen wir in aller Früh los. Wir schlürfen hier mal eine Infusion und dann machen wir uns hier gleich mal das Mäusefleisch. Hier ist auch noch Wasser drin. Das können wir auch auffüllen, ne? I need to rest. Ja, wir gehen dann bald schlafen. Wir machen uns erstmal bereit, um weiter zu reisen. So gut wie möglich, bevor wir schlafen gehen. Ja, wir haben natürlich auch keine Maden mehr. Wir haben, wir haben keine Larven. Also angeln können wir jetzt sowieso nicht. Wir nehmen uns aber die Angel mit, ne? Und einen Angelhaken haben wir auch bloß noch. Da brauchen wir dann wieder Fischgräten natürlich. So. Okay. Zack. Einmal voll. Und das nächste voll. Gut. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, dann schlürfen wir den Topf gleich noch aus. So. Und nehmen uns den Topf gleich mit. Wir uns aber hier erstmal Platz machen. Können wir zerstören hier. Wir haken hier hin. Wo kriegen wir den Topf jetzt hier rein? Recht. Was können wir mit den Schuppen? Können wir da überhaupt was anfangen damit? Ich weiß es nicht. Oh. Jetzt geht's. Nice, wir sind bei 38,3.
Und dann würde ich sagen, dass wir dann also schlafen gehen können. Wir haben alles soweit, ne? Das Fleisch, das packen wir uns noch ein. Das packen wir uns aber morgen früh ein. Wie sieht's mit unseren Werten aus? Bestens, da ist nichts dran zu meckern. Da sind auch noch Bananen, die können wir dann auch noch früh essen. Gut. Würde ich sagen, schauen wir noch mal, wie spät das ist. 20.08 Uhr. Naja, komm, Leute. Wir holen uns die Kokosnuss noch da hinten. Nehmen uns das Kokosnussfleisch noch mit. Ich möchte bloß das Kokosnussfleisch haben, die Schalen, die nehmen wir uns erstmal nicht mit. Da sammeln wir uns lieber unterwegs welche. So, sammeln. Sammeln. Wie zerstören wir? Obwohl, ne? Obwohl, können wir erstmal lassen. Wir schauen erstmal, wie viel das Fleisch wiegt. Ja, das nehmen wir uns aber morgen früh erst. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, legen wir uns hin. Und schlafen wir den nächsten Morgen. 5.04 Uhr wachen wir auf. Let's go. Voll erholt. Feuer ist auch fast aus. Deswegen war jetzt aber nicht mehr nach. Vielleicht können wir uns sogar die Kohle noch mitnehmen. Dürfen wir mal hier unsere Suppen noch aus. Ja, Banane können wir auch füttern. So. Uns die Bananen hier. Dann sind wir gut genährt. Ja, wir futtern mal ein Stück Tapirfleisch. Haben wir gleich jede Menge Fett und Proteine auch. Und den Rest würde ich sagen, versuchen wir einzupacken. Wird schwer sein. So, schauen wir gleich mal. Oh yes, wir sind schon wieder 4,2 Kilo zu schwer. Das ist natürlich nicht so nice. Plötzlich 3 Tage, 4 Tage, 3 Tage. Die Flaschen sind voll. Kokosnussfleisch ist da. So. Was haben wir hier noch? Die Feuerbretter können wir zerstören erstmal. Ne? Die können wir uns ja jederzeit machen. Herstellen. Und da brauchst du ja nicht so viel dazu. Hier haben wir noch ein Vogelnest. 51,7. Was ist, wenn ich so eine Dose hier wegfuttere? Was ist, wenn ich eine Kokosnussschale wegnehme? Müssen wir die andere leider auch noch wegnehmen? Sind wir bei 50,1, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir unbedingt die Schuppen brauchen. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt den Panzer brauchen. Aber mitnehmen würde ich das schon gerne. Denn ich denke, wir können uns Rüstung daraus bauen. Ne? Aus den Schuppen weiß ich natürlich nicht, aber aus dem Panzer ganz bestimmt. Wir haben ja auch die Option, wenn wir mal schauen hier. Ne? Hier haben wir ja im Prinzip Rüstung. Also können wir uns ja irgendwie Rüstung bauen. Ich denke fast, dass wir vielleicht noch so einen Gerüttierpanzer brauchen. Ich weiß es nicht. Hm, da habe ich mich auch in keiner Form spoilern lassen. Irgendwie. Wir müssen natürlich noch was ablegen, ne? Irgendwie sind wir noch ein paar Gramm zu schwer. 1 Gramm. Den Löffel brauchen wir eigentlich nicht, ne? Aber den würde ich auch gerne mitnehmen.
die Seile. Was ist denn mit den Seilen, wenn ich da jetzt zum Beispiel den Gürtelpanzer mit dazu mache? Gürteltierpanzer. Funktioniert nicht. Was ist, wenn ich noch ein Seil dazu mache? Gut. Vielleicht brauchen wir noch ein Seil, Leute. Ich weiß es nicht. Könnte sein, aber das können wir uns eigentlich fix besorgen und könnten das nochmal probieren. Hier ist schon eins. Das würde mich jetzt schon nochmal interessieren. Dann machen wir jetzt mal den Gürteltierpanzer dazu. Und noch eine. Ein Strick, ein Seil. Nee, passiert nichts. Passiert einfach nichts. Gut, Leute. Wir sollten losgehen. Das Tageslicht bricht gerade ein und wir sollten uns auf den Weg machen. Das Tageslicht nutzen. Ich hoffe, wir haben ja alles untersucht. Wir können natürlich noch ewig suchen, wenn wir das wollen, ne? Aber ob wir dann irgendwas finden, ist die andere Sache. Gut. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir uns hier jetzt 6 Gramm, Alter. Ja, das sind die Seile, ne? Gut, das sieht schon besser aus. Dann können wir jetzt los, Leute. Die Angel haben wir alles dabei. Das Feuer braucht noch eine Weile. Hä? Können wir das zerstören eigentlich? Kohle sehe ich jetzt hier keine, ne? Naja, komm. Wir suchen jetzt nicht ewig. Wir machen uns auf den Weg, würde ich sagen. Und versuchen nicht wieder vom Puma erwischt zu werden. Das wäre sehr schlecht. Wäre sehr, sehr schlecht. Wir sollten uns vielleicht auch gleich mal den Bogen ausrüsten. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zur Höhle, Leute. Ach, die Ona, die fehlen mir jetzt Ona hier. Hier fehlt mir noch, ey. Halt deine Klappe. Aber hier geht's auch noch hoch, ne? Wie es aussieht. Ach ne, das täuscht. Doch. Geht's auf jeden Fall hoch, Leute. Haben wir hier irgendwas? Ey, hier geht's ja noch weiter hoch. Ist das etwa der Weg, den wir auf der Karte gesehen haben? Gut, ich würde aber gerne erst nochmal die Höhle untersuchen, Leute. Kommen wir vielleicht auch bloß auf der anderen Seite raus, ne? Ja, komm, wir schauen uns die Höhle nochmal an. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Wäre nicht so nice.
komme ich jetzt wieder hier runter. Ich würde gerne noch die Höhle untersuchen mit euch zusammen, weil es kann ja möglich sein, dass sich dort irgendwas verbirgt, ne? Dass wir da irgendwas finden, was wir noch nutzen können oder wie auch immer. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist hier. So, dass wir die Story vorantreiben können. Hatten wir hier auf dem Pfad gehabt. Ich hoffe, wir laufen jetzt richtig. Aber ich denke auch, dass wir da einfach nur auf der anderen Seite rauskommen. Ne? Wir haben eh keinen Platz. Aber vielleicht könnte, ja, wenn wir den Panzer bekommen. Nee, ich hab Schiss, dass uns hier der Puma wieder erwischt. Wo führt denn der Fluss hier hin? Sollten wir natürlich auch noch untersuchen, ne? Das ist der Tümpel in der Höhle. Alter, ich will ja nicht runterfallen. Knurrt mich denn hier die ganze Zeit an? Mann! Blöder Puma, ey! Mann, Mann, Mann. Er hat uns bestimmt noch irgendwo erwischt, nicht? Alter, das ist vom Kotzen mit dem scheiß Puma. Ja, wir sind im Dschungel, ne? Ist halt so. Wo haben wir jetzt noch was? Am anderen Arm oder was? Oh! So ein Arsch. Blöder. Haben doch die ganze Zeit schon Knurren hören, aber nicht gesehen. Kommt denn der her? Ah, Fieber. Das werden wir uns gleich mal mit Medizin wegnehmen. Anfuttern, Bahn suchen.
die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Alter, ich habe doch gerade Schmerzmittel genommen, oder nicht? Hat noch nicht gereicht, oder wie? Jetzt. Wir brauchen Mahnen. Hier sind Mahnen. Aber bloß einmal. Wir brauchen zweimal. Mann, Mann, Mann. Nicht gut. Nicht gut. Und wir bräuchten jetzt natürlich noch einmal Mahnen. Und wo sind wir jetzt? Hier sind wir runtergekommen, ne? Wir brauchen Mahnen. Larven brauchen wir jetzt gerade nicht, weil uns die nur schwer machen. Würde schon mal gerne wissen wollen, was hier noch so alles ist, ne? Sieht ja so groß aus, das Areal auf jeden Fall. Hier ist ein Kletterhaken. Okay. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht, ne? Ich will bloß mal probieren, ob wir mit dem Panzer jetzt hier was anfangen können. So, wenn wir den nehmen und herstellen und dann unseren Panzer hier dazu machen. Ey, bringt nichts. Sorry, Gürteltier. Ja, versuche, ne? Was ist denn das hier? Ich glaube, wir laufen hier nur im Kreis, ne? Es regnet, Leute. Es fängt wieder an zu regnen. Wir sind dreckig. Wir sollten jetzt gerade nichts essen. Da könnten Mahnen sein. Nice. Jawohl. So, dann können wir uns die Wunde auch versorgen. Hier kommt jetzt noch ein Verband drauf, oder? Genau. So, dann nehmen wir den anderen Arm gleich noch mal vor. Hier kommen jetzt noch mal Mahnen hoch. Hier ist ein Durchgang, sehe ich gerade. Baden. Gut. Leute, das könnte die Höhle sein. Oh, ein neuer Ort. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Und was können wir jetzt mit dem Ort machen? Hm.
Hier können wir nirgends runter oder so, ne? Mal, was ist denn? Kommen wir hier auf der anderen Seite auch raus? Nee, ne? Was ist denn das für ein Ort? Hier ist die Goldmine. Warte mal, hier wahrscheinlich, ne? Ja, wir sollen ja auch erstmal den verbrannten Teil untersuchen. Von daher würde ich mal sagen, wir werden jetzt gar nicht mehr lange fackeln. Das ist schon wieder 14:31. Wir werden jetzt zurückgehen, Leute. Machen uns hier nochmal ein Verband drum. Auf der anderen Seite, der ist wieder gut. So, hier kommt nochmal ein Verband drum jetzt. Zack. Dann sollte das wieder heile sein. So, also wir sind jetzt quasi hier. Dann müssen wir jetzt wieder zurück in Richtung Süden. Da lang. Vielleicht kommen wir zu dem Ort später ja nochmal. Aber wir sollen ja erstmal den verbrannten Teil der Karte untersuchen. Und ich denke, da ist der andere Pfad erstmal der richtige. Ah, man bräuchte eine Fackel, ne? Fackel wäre echt nicht schlecht. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen neuen Ort entdeckt. Wir müssen hier rüber, oder? Hat schon wieder aufgehört zu regnen. Wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Wir sind doch schon wieder müde. Oder werden langsam müde. Vielleicht finden wir unterwegs ein paar Pilze, die uns aufrechterhalten. Hier ist, glaube ich, der große Teich, ne, wo die Insel ist. Wow. Also wir müssen hier weiter in die Richtung. Insel, also wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Ah, guck mal hier, die sind nice.
Ja, komm, wir gehen noch mal zur Insel zurück. Wir schwimmen noch mal auf die Insel zurück. Doch, wir sind richtig. Aber ich glaube, wir sollten uns noch mal hinlegen. Need a rest. Naja. Schade, dass wir das Feuer jetzt ausgemacht haben, ne? Ja, komm Leute, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier noch mal ein kleines Feuer auf. Bringt er jetzt nichts? Und dann würde ich sagen, dann geht es in der nächsten Folge also auf den Pfad, wo wir ganz zuerst waren. Und dann wissen wir, da müssen wir vielleicht noch mal hin. Haben wir also da, wo wir jetzt gerade waren, an der Schlucht. Genau, dann machen wir uns hier nochmal ein kleines Feuer. Am besten hier, ne? Ah, wir haben kein Feuerbrett mehr, nix, Leute. Natürlich doof. Natürlich doof jetzt. Haben wir schon gelesen. Jetzt komme ich hier nicht an, ne? Gut, wir brauchen wahrscheinlich mehr Stöcke. Jetzt sind die Stöcke hier auch weg, ne? Natürlich toll gemacht. Das haben wir natürlich toll gemacht. Hier ist doch noch ein kleiner Stock. Was hat er denn? So, das ist ungünstig. Ja, ich dachte bloß wegen dem Regen, ne? Gut, wir legen uns hin, Leute. Oh, die Regenzeit bricht ein. Hier müsste es ja eigentlich auch sicher sein. Dann machen wir uns hier noch mal ein kleines Feuer und machen uns eine Fackel dann. Hm. Oh. Leute, dann holen wir uns noch mal Picks, bisschen Holz, vor allen Dingen kleine Stöcke. Brauchen kleine Stöcke, die ich gerade nicht finde. Aber wir müssten die gleich finden. Also was heißt finden, ne? Sind ja auf jeden Fall welche, bloß. Ach, das war ja Bambus. Mist.
Mist, Mist, Mist. Gut, das sollte dann reichen, würde ich denken. Dann machen wir uns jetzt halt das Feuer nochmal an, ne? Und dann werden wir uns mit den Kokosnussschalen auch nochmal stärken. Und werden vielleicht... Ja gut, es ist 4.24 Uhr. Schlafen brauchen wir dann nicht mehr unbedingt. Bloß die Frage, wir haben jetzt gar nichts weiter zu essen parat, ne? Brauchen wir natürlich auch noch mal Glut. Dazu brauchen wir ja ein Feuerbrett. Die habe ich ja zerstört. Das Feuerbrett. Da ist es. Minus 4 geistige Gesundheit. Wir haben schon wieder Egel. Höchstwahrscheinlich. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das Feuer jetzt ankriegen. Gerade regnet es nicht. Das Feuerbrett herstellen, ein kleiner Stock, ne? Handbohrer. Das Feuerbrett, das zerstören wir gleich wieder. Nehmen uns den Handbohrer. Nehmen uns das trockene Blatt, was wir hier haben. So. Reißen wir die Kokosnussschalen noch mal an. Gut, haben wir überhaupt was für Futter? Habe ich denn jetzt gemacht? Ja gut, das Gürteltierfleisch, das können wir uns machen. Dann machen wir uns gleich die Egel weg. Wie lange hält sich das noch? 2 Tage, 3 Tage.
2 Tage. Können wir eventuell auch noch ein Stück davon essen. Ja, wir brauchen noch... Ja, wir können auch hier lose futtern, ne? Dann sind wir gleich wieder ein bisschen gewichtlos. Würde ich noch mal probieren, ob wir eventuell noch trocknetes Fleisch bekommen wir hier nicht rein. Kokosnussfleisch auch nicht. Ja, dann haben wir ja jetzt nichts weiter. Können wir das Wasser so austrinken? Ja. Okay, wir kochen uns noch einmal ab. Beziehungsweise in beide Kokosnussschalen rein. Und wir gucken jetzt mal nach den Egeln. Dürfen wir nicht vergessen. Wo haben wir die denn? Alter, bin ich ein Depp. So, dann füllen wir uns die Flaschen noch mal auf. Die ist voll. Gut, dann speichern wir nochmal, Leute. Machen unseren Rucksack nochmal leer. Beziehungsweise ja, komm, die Dose hier, die brauchen wir überhaupt nicht eigentlich, glaube ich. Gut, dann geht's auf jeden Fall erstmal. Und dann würde ich sagen, machen wir uns noch eine Fackel, ne? Wir machen uns noch eine Fackel. Ich brauche einen Stock. Herstellen. Und ich brauche ein Seil. Ich brauche ein Seil, Leute. Ja, wenn es regnet, können wir die Fackel eh nicht benutzen, ne? Natürlich schlecht. Gut, Leute, wir speichern erstmal. Und dann würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge auf den Weg dann machen, der auf der Karte angezeigt ist. Jo. Komm. Gut. Dann machen wir uns jetzt die Fackel noch schnell. Es hat gerade aufgehört, ne? Ein Seil, das haben wir ja. Herstellen. Schwache Fackel. Dann passt die jetzt natürlich nicht. Oh. Komm, wir machen die Obsidian-Klinge raus. Ja, beziehungsweise können wir die auch hier hinmachen. Jawohl. Müsste ja die Fackel hier reingehen, aber dann werden wir schwer sein. So. Gut, aber... Wir zünden uns die Fackel erstmal an. So, die brennt ja trotzdem weiter. Und dann schauen wir jetzt nochmal, was wir rausschmeißen können. Ist ja nicht viel, was fehlt. Hier, der Knochen kann weg. So. Gut, Leute, jetzt speichern wir. Und dann sind wir bereit, in der nächsten Folge loszugehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Gerne auch ein Kommi und ein Abo. Dann könnt ihr auf meinem Kanal nichts Neues mehr verpassen und könntet mich riesig in meinem YouTube-Algorithmus unterstützen. Ich mache noch einmal kurz Wasser.
Gut, dann können wir das... Gut, jetzt habe ich schon gespeichert. Gut, das machen wir in der nächsten Folge nochmal. Kein Problem. Gut, bleibt gesund, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.